So. Wie es wirklich ganze Zeit sagt. Der kleine Hosenscheißer. So. Liebe Leute. Ich bin wieder da. Schwups. Und jetzt geht's direkt weiter. Hier mit Son Gohan. Und seinem Training. Kann nichts machen mit ihm. Der kann nur ein bisschen spazieren. Ein bisschen Kraut hat er gepflückt. Sie auch zu dir bequemt. Schwups, weg ist er. Piccolo Superangriff Spezial Höllenspirale ist jetzt verfügbar. Nice. Im Story-Modus freigeschaltete Superangriffe. Wenn du in der Hauptstory vorankommst, erhältst du Zugriff auf neue Superangriffe. Egal, ob du sie durch die Story oder auf einem Trainingsgelände erworben hast, du musst sie in der Superangriffsauswahl festlegen, um sie zu benutzen. Alles klar. Das machen wir auch gleich hier. Piccolo. Wir hauen das nämlich... Wo haben wir das hin am besten? Das auf Viereck. Wobei, na, am besten haben wir das auf Dreieck. So. Das kommt hier hin. So machen wir das. Ja, machen wir das so. Wenn der Lucky Hunger hat, plärt er auch so rum. Ja gut, wer nicht, ne? Wer nicht? So, wir sind wieder mit Piccolo unterwegs. Sind wir hier eigentlich wieder in einem neuen Gebiet, gell? Ram pam 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 pam. Dillem dillem. Da 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 da. Ich verstehe dieses Blinken nicht.
Warum blinkt das? Ich verstehe es nicht. Warum blinkt der Apfel nicht und der Apfel blinkt? Weil der sich bewegt? Ah nein! Oh mein Gott, ich verstehe es. Okay, alles klar. Das blinkt, weil es... damit man nicht mehrere Symbole auf einen Haufen hat. Okay, ich verstehe. Jetzt wurde das Rätsel aufgelüftet. なんで俺様がこんなことを。Was? Oh mein Gott, das war so ein Zeitding. Verkackt. Ja. Habe ich nicht gemerkt, dass das so ein Zeitding war. KG. Da läuft wieder ein Dino rum. Leuchtet was? Bisschen Kraut. Was ist das? Muss irgendwo... Ah, hier. Nenrin o kanji saseru kyodaisa da na. Oh, Machenschaften des Dämonenkönigs. Nachdem er aufgrund der versehentlichen Aktionen der Pilaf-Truppe befreit wurde, erfährt Dämonenkönig Piccolo von den Dragon Balls und beschließt, seine Jugend zurückzuerlangen. Danach befiehlt er Tamburin, einem der Mitglieder seines Dämonenclans, alle Kampfkünstler zu töten, die ihm beim Erreichen seines Ziels möglicherweise im Weg stehen könnten. Die Pilaf-Truppe hat ein schlechtes Gewissen, als sie erkennt, welchen schweren Fehler sie durch die versehentliche Befreiung des Dämonenkönigs Piccolo begangen hat. Das war also hier. Okay. Oha. Das ist ein großes Zeichen. Da. Ein bisschen Eisen. Fand so geil, dass die den in einen Reiskocher gesperrt haben. Ja, mit dem Mafuba. Das altbekannte Mafuba. In Dragon Ball noch eine sehr heftige Fähigkeit. Es hat sogar den Tod bedeutet für den Benutzer. Derjenige, der das Mafuba angewandt hat, ist gestorben. Mich würde es interessieren, ob das jetzt auch noch funktioniert. Ich stell dir vor, hier ein Dragon Ball Super Goku macht das Mafuba und stirbt.
So schön die Dinger da einsammeln. Weil wir brauchen eine Menge von denen. Wir brauchen wirklich eine Menge von denen. Apropos, wir haben hier... Hier, neue Seelenabzeichen haben wir. So. Hier, wo könnte man den hingehen? Sagen wir hier, das ist die Erwachsenen-Community. Z-Krieger vielleicht? Nee, da gibt's kein Bonus. Schade. Warte mal, wenn ich den... Die zwei haben doch eine Verbindung, oder? Jawohl. Die zwei lieben sich. Das war mir gleich klar. Der folgende Bonus ist jetzt aktiv. Ich schick dich in die Hölle. Der ist woanders besser aufgehoben. Der hat irgendwas auf Stufe 7. Ich weiß nicht, was das ist. Aber gut, Set ist auf Stufe 3. Und Erwachsenen könnten wir eigentlich auch hier. Plus 5% Chance auf Raserei. Ich weiß nicht. Oder wir lassen sie noch hier. Da gibt es leider keinen Bonus. Ja, wir lassen dabei alles noch so. Bis wir die anderen Dinger da freigeschalten haben. Was hat der am höchsten? Also ein Schraubenschlüsselzeichen. Keine Ahnung, was das ist. Und er hier. Oh, Erwachsenen. Okay, warte mal. Ah, die haben keine Verbindung. Verkaufspreis für Gegenstände plus 5%. Ja. Ist auch okay. Haben die was vielleicht gemeinsam? Oh, das geht so gar nicht. Aha, okay, ich verstehe. Alles klar. Hier bei den Linien, okay. Aber theoretisch... Hier so. Sollte ich zuerst hier so lang. Zack, zack. So. Aber ist ja wurscht. Das passt schon. Chichi und Goku haben sicher was gemeinsam. Die kann ich leider nicht verschieben, weil das beide Anführer sind. Er ist halt bei der Z-Krieger-Community der Anführer, Goku. Sie ist die Anführerin der Köche. Und er ist der Anführer der Erwachsenen, der Mutenroshi. Ja. Boah, da gibt's 4 Seiten. Oh, da werden wir noch einige Charaktere treffen. Aber ja klar, dann hätte ich halt Chichi, Goku und Gohan in eine Reihe geben.
Das wäre sicher dann ein Bonus gewesen. Könnte ich mir gut vorstellen. Gut. Dom, 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 dom. Dom, da, dom, dom, dom. Und da haben wir wieder eine Medaille. Boah, das stelle ich mir sehr schwer vor, alle Medaillen zu finden. In einem Gebiet. Weil die sind doch nicht, nicht so einfach zu finden. Ist das vielleicht eine? Na, dann schauen wir gleich hin. Da hat was geblinkt. Vom Weiten. Ja. Dam, 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 dam. So, wo wollen wir eigentlich zuerst hin? Da haben wir schon ein bisschen was erkundet jetzt. Nebenquests gibt es ja eigentlich nicht. Wir könnten... Hier gibt es einen Dino. Na, wir gehen mal zu Son Gohan. Ich schaue noch schnell... Oh, was war das? Schau, wer da ist! Schau, wer da ist! Den kennen wir doch alle. Der steht sogar mit seinem Mikrofon in der Wildnis rum. Er hat ein fucking Mikrofon mit. Meine Damen und Herren, möge das 24. Weltturnier beginnen. What? Was? Das hat mich jetzt etwas überrascht. Ich wollte mich auf das nächste Weltturnier vorbereiten. Ich wollte mal etwas Abwechslung reinbringen. Aber nun ja, wenn meine Einladung funktioniert, sollte ich sie wahrscheinlich so lassen, oder? Hey, du solltest am nächsten Turnier teilnehmen. Hier, nimm dies. Das hilft beim Training. Sehr schön. Der interviewt Grashüpfer, ja. In der Wildnis, ja, warum nicht? Nee, ich schaue mir noch kurz was an. Genau, da fliegen wir mal kurz durch. Hui. Oh, schau, wer da ist. Die nächste bekannte Person. Uranai Baba. Es ist schön, ab und zu in Erinnerung zu schwelgen und Orte aus der Vergangenheit zu besuchen. Verstehe, du hast wohl genug Erinnerungen. Dann solltest du gehen. Baba wurde aktualisiert. Hier haben wir wieder ein Rennen, aber wir haben leider kein Gefährt. Die Baba. Die Oma. Oh. Euch habe ich ja überhaupt nicht vermisst. So, gegen den mache ich das erste Mal die Höllenspirale. Bang.
Den wollte ich mir noch holen. Warnung. Damit so ein Gohan ordentlich was zu mampfen hat. Es macht schon Spaß, rumzufliegen. Macht schon sehr viel Spaß. Hier ein bisschen die Gegend erkunden. Bam, 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 bam. Oh, hier sind wieder Wölfe. Ist doch wahrscheinlich auch irgendwas versteckt, oder? Aber nicht mal. Oh, was ist das dort hinten? Dum, 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 dum. Oh, Gegner. Aua! Scheiße. Oh, gehen sie noch aus. Zack! Genau das habe ich gesehen. Oh, was? Stufe 15! Was? Bis wir Stufe 15 sind, dauert es noch ein bisschen, ne? Oh. So, wo war der Dino? Wo war der Dino? Ist der schon wieder weg? Da ist er. Commit to the grind. Ah, früher oder später, ne? Wir müssen sowieso noch dann alles durchgehen, wahrscheinlich. Wird öfter so. Werden wahrscheinlich öfter so Stellen kommen, wo man noch nicht hinein kann. So, hier habe ich hab irgendwo in der Nähe hier. Ja, ein Lagerfeuer, genau. Oh, noch nicht der. Schnell zum Lagerfeuer! Eine Mahlzeit essen. Was essen wir? Wir essen.
Effektdauer 3 Minuten. Das ist halt schon sehr wenig, ne? Ja. Diddlim, diddlim. So. Wie der schaut, was für Augen der hat. ザコがいるようだな。 Hier haben wir noch eine Medaille. Dö, dö, dö. So, auf zu Son Gohan. Hallo Freunde. Hä, was war das jetzt? Das war irgendwie nicht so geplant. Okay, mit dem rechten Stick kann ich ausweichen. Ah, kann ich. Kann ich Ziel wechseln? Bang! Fällt dir nach 5 Stunden auf? Du, im Moment war es nicht wirklich nötig, ne? Also, alles gut. Alles gut, alles gut. Und WB Konomi. Ta-ta-ta. Achso, bin schon eine ganze Weile wieder da, schreibe bloß nicht und halb anwesend. Ja dann, lass dich von deinem Lurk nicht abhalten, nicht stören. Hä, wo sind die?
Ah, oberhalb. Ach. Wir sind Level 5 schon. Alles klar, Konomi. Dann viel Spaß, ne? Was auch immer du heute treibst. Viel Spaß. Was haben wir denn hier Schönes? Schwups. Das ist ein Was hat denn da jetzt so blau geleuchtet? Hier. Oh. Ach, na klar, muss mich da wieder wehren. Wer stören hier? Wir stören Friede. Was haben wir hier? Ach so, das ist ein Training-Ding. Ach ja, gut. Ach so. Oh. Noch eine Medaille. Nice. Jetzt haben wir eigentlich schon viele. Thank you.
Fischeier. Da haben wir jetzt einiges gesammelt. Probieren wir es nochmal. Hat zwar nicht so viel Schaden gemacht, aber gut. Oh, das war nichts. Bang. Aufstieg. Warte. Sate, あの泣き虫のクソガキはどうなっているか? Oizumerarete,少しはマシになっているといいがな. Sieh nach, wie es Son Gohan geht. Ah, dem wird schon gut gehen. Immerhin ist ein halb Saiyajin. Ein halber Krieger. お腹すいた。お腹すいたよ。あのクソガキ。だがサイヤ人どもと戦うには戦力がまるで足りん。 あいつの潜在能力にかけるしかない。ち、一度きりだ。今回だけは食い物を恵んでやる。Good guy, Piccolo. この辺りにありそうな食い物はリンゴくらいか。こんなことをしている場合ではない。目的地から離れすぎる。この辺りか。 Eigentlich haben wir genug Äpfel. ひとつでは足りんか。どこにある? Son Goku geht auf dem Schlangenweg ins Jenseits und hofft, dort stärker zu werden, während Piccolo Son Gohan trainiert und seine verborgene Kraft aktivieren will, indem er ihn in der Wildnis aussetzt. Ob das klappen wird? Wer weiß, wer weiß. Ich glaube, Piccolo hat ein Problem. Mondo.
Oh oh. Oder wir haben ein Problem. Scheiße. Er spürt nichts. Huch. Ich hab nichts mehr. Es ist King Kong! Hätte ihm das drauf! Ski が深淵を描くときこそが我々サイヤ人の本領を発揮できる時ではないか。そうか、満月だ。 Ah ja. Einfach mal den Mond zerstören. Das finde ich immer wieder geil. Piccolo zerstört einfach den Mond der Erde. Gerade noch sagte Tommy, Son Gohan wird's schon gut gehen. Ja. まさか変身するとな、サイヤ人の力。変身するには満月と尻尾が必要らしいな。 尻尾も取ってしまうか。服と剣ぐらいはサービスしてやるか。俺は自分の修行をせねばならん。もう行くぞ。貴様が6ヶ月の間ここで無事生き延びることができたなら、このピッコロ様直々に地獄の特訓をしてやろう。死んだ方がマシだったと思えるほどのな。覚悟しておけ。 Das Lustige ist halt, wenn du bedenkst, wie lange Fights gehen, weil sie einen Planeten oder so zerstören wollen und Piccolo einfach mal so, tschüss Mond, ja, ist halt wirklich so, ne? Oh Mann. Spielen wir jetzt mit Son Gohan? Das wäre ja cool. Da, 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 da. Piccolo überlässt Son Gohan sich selbst und einige Monate vergehen. Ich weiß, was jetzt kommt. Auch eine legendäre Szene eigentlich. Oh, ich kann jetzt nicht fliegen.
どうすればいいんだろう。魚だったら釣りすればいいけど。Ich hoffe, die haben das mit eingebaut. Oh. Aber springen kann er jetzt. Schau an, er ist schon fitter. Der kleine Son Gohan. Wie alt war Gohan zu der Zeit eigentlich? So 4 oder so, ja. 4 oder 5 oder sowas, ja. Und er muss in der Wildnis überleben, ne? Ich hoffe, die bringen jetzt die Szene rein. Hä? Ist das Yajirobe? Das ist Yajirobe, was macht der hier? Ach, schade. Ich hätte mich auf die Szene gefreut. そっくりだなんや。あいつが言ってた特徴とも合っとるし。ってことは、もしかしておみゃが悟空の息子か。うん。僕、孫悟飯。ほんでは、ヤンジロベ。マイスターキッドトゥームシマロッサ。マイスターキッドトゥームシマロッサ。ヤジロビ。悟空のやつとは腐れ縁みてえなもんだないや。ピッコロに目つけられるとはおみゃーも大変だないや。いやな、俺もうブルマからよ。Was? サン君の息子がさらわれて大変なのよ。助けてあげなさいよ。あ、そう、オッケー、だってしょ。なんてガミガミ言われてまってよ。助けに来たってわけだや。でも迷ってまってな。全然お宮が見つからなくて困っとったとこだわ。もう帰ろうかと思ってたところだったから、お宮さん、ラッキーだったなんや。うん。ここじゃ飯にも困るだがや。うん。まあ、この肉は俺の昼飯だからやれにゃあけどな。よしよし。俺が狩りを教えてやるでよ。あ、助けるって、そういう…そりゃそうだ。お宮を連れ返したりしたら、ピッコロに殺されちまうでよ。とにかく、そういうわけだ。狩りのコツはちゃんと教えるでよ。Durchsuche nach KI-Sammelpunkte finden. Benutze im Feld L1, um deine Umgebung. Ja, das kennen wir. Fang 3 Hirsche. Oh, wait, train! Schnitzel, wupp, wupp, Schnitzel for life! Danke dir! 10 Monate! Vielen lieben Dank! Prost, Wayne Train! Ich hoffe, dir geht's gut! Vielen lieben Dank! Und ein schönes Wochenende an dich! Aber das, was er uns jetzt beibringen will, das haben wir ganze Zeit gemacht. Kann mich nicht beklagen und dir? Ja, alles super, danke dir. Alles tutti frutti. Der bringt uns jetzt Sachen bei. Yajirobe-san, ich kann mich nicht beklagen und dir? Ja, alles super, danke dir. Alles tutti frutti. Der bringt uns jetzt Sachen bei.
die wir schon gemacht haben. Easy. Das, sie laufen weg, einfach drauf. Was heißt anschleichen hier? Oh, was ist das hier? Kann er das auch schon? Ja, kann er. Der Gohan kann schon Kiebälle schießen. Jetzt wieder mit Monster Hunter angefangen. Ich glaube, das haben viele. Jetzt wegen dem DLC, gell? Ich habe Monster Hunter noch nie gezockt. Noch nie. Ich habe gehört, dass das jetzt ein DLC rausgekommen ist. Irgendwas mit Eis. Ja, hab aber jetzt schon keine Lust mehr. Okay. Zu viel gezockt schon, oder was? Diese Stimme erinnert mich so an Ruffy aus One Piece. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, ob es die gleiche Stimme ist, aber die ist so ähnlich. Nur halt, ja, wie Yajirobe halt redet. Und der Trailer zum DLC hat schön das erste Game gespoilert. Echt jetzt? Also für Leute, die Monster Hunter World noch nie gespielt haben, oder was? Für die, spoilert der Trailer. Ja, okay. Mies halt. Das ist mies. Kaito-mo? Kore de mo yo. Ima kami-sama no toko de shugyou shite ru nda wa. Anmari nagai koto nuke dashiteru to okorareru de yo. Der grüne Knabe. Sara sara, ichido modoranya naran no yo. Tschü. So satan da. Sanja, genki de na. Der Typ ist wirklich eine Marke. Nee, weiß nicht, ob ich die Monster irgendwann mal akzeptabel finden werde. Ja, genau, ich war damals am Anfang. Und wurde dann gewarnt von Leuten, die es kannten. Schau den Trailer nicht, der spoilert. Oh, wir haben Yajirobe bekommen. Als Abenteuer-Community-Anführer. Oho. Ein neuer Anführer. Erholungsgegenstandseffekt plus 10%. Du, 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 du. Okay, okay. Nehmen wir. Da sagen wir danke. War das schon lange durch? Aber für neue Spieler ist das schon mies, ne? Wenn sie sich,
wenn sie sich jetzt denken, ah, jetzt ist ein DLC, jetzt könnte ich mir eventuell Monster Hunter World kaufen und dann irgendwie auf den Trailer, ja, schwierig, schwierig. Andererseits, ich weiß nicht, ob ich einen Trailer schauen würde, wenn ich noch das Hauptspiel vor mir habe, ne? So wie zum Beispiel bei The Last of Us 2. Ich habe mir bis jetzt kein Gameplay oder kein Trailer angeschaut von The Last of Us 2, weil ich einfach noch den ersten Teil spielen will. Weil ich nicht weiß, was im ersten Teil passiert, ne? Und ich Schiss habe, dass ich dann im zweiten irgendwie gespoilert werde oder so. Ja. Seit Son Gohans Begegnung mit Yajirobe sind einige Monate vergangen. Da fällt Piccolo beim Training etwas Seltsames auf. Nanda? Saiyajin domo mada kitei nai to iu no ni tsuyui power o kanjiru. Oh oh. Tashikamete miru ka. Hatte 76 Stunden Spielzeit in den ersten zwei Wochen nach Release. Oh, da hast du gut gesüchtelt.